Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Let's Play FIFA 15 Karrieremodus. Unser nächster Gegner wird der VfL Wolfsburg sein. Und zwar in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Wolfsburg ist momentan mit der stärkste Konkurrent um die deutsche Meisterschaft. Und ich hoffe, dass wir siegreich aus diesem Spiel herausgehen. Probiere es mal mit Avdijay von Anfang an im Spiel. Und falls was schief gehen sollte, kann ich schon immer noch Hündeler bringen. Der erste dumme Ballverlust. Ah, da kann Matip noch gut durchstecken. Ah, und die erste Chance durch Avdijay. Und Matic mit der nächsten guten Chance. Sehr schön gemacht von Boateng. Ah, und Raxler verzieht. Irgendwie läuft sich gerade niemand in die Mitte frei. Ah, und der Pass kam zu spät. Ah, schön gemacht von Traxler. Oh! Chancen über Chancen momentan. Und da hat nicht viel gefehlt.
Und das Tor zählt. Ich habe kurz gedacht, dass es abseits ist. Aber war dann wohl gleiche Höhe. Und da hat Meier schön Afficai eingesetzt. Aber es war verdammt knapp. Flanken sind mit einem Afticai da vorne wahrscheinlich nicht so vorteilhaft. Und Matip mit einem bisher sehr guten Spiel. Damit steht es 1:0 zur Halbzeit. Wir hatten extrem viele Chancen in den ersten 20 bis 30 Minuten. Und davon ging jetzt leider nur eine rein. Ich hoffe, dass wir weiterhin so Druck machen können, damit wir schnell das 2:0 machen können. Jetzt zweimal ganz viel Glück gehabt. Und Meier kann sich den Ball wieder zurückerobern. So war der Pass jetzt eigentlich nicht geplant. Es war abseits. Kann sich Boateng gut durchsetzen.
Und es gibt Eckball. So, wollen wir mal auswechseln. So, damit wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit im Mittelfeld haben. Das war ein böses Foul für mich. Oh! Ein sehr schöner Kopfballversuch. Mit dem Hinterkopf weitergeleitet. Ah, und wieder Latte. Oh, da hat sich Kolosinac aber gehörig verschätzt. Oh, das müsste eigentlich Elfmeter geben. Also das habe ich jetzt als klares Foul gesehen. Und da ist das Publikum auch alles andere als erfreut. Ah. Chancen über Chancen gerade. Ah, sehr schön gemacht von Draxler. Jetzt haben wir Überzahl. Ah, aber wird abgedrängt. Das hätte jetzt eigentlich das 2-0 sein müssen, dringend. Das war abseits. Wolfsburg hat wieder momentan wieder Stärke. Ja, ich bin gerade fassungslos. Also in dem Moment, wo ich den Pass spiele, in dem Moment läuft er gerade los. Das ist eigentlich extrem lächerlich.
Und das 2:1. Afdicay mit dem zweiten Tor in der 90. Minute. Da hat die Mannschaft den Schock gut überstanden nach diesem unnötigen 1:1. Man konnte es einfach nicht verteidigen. Unmöglich. Damit geht es in die Verlängerung. Alles ziemlich unnötig, was hier gerade abläuft. Und jetzt wünsche ich mir, dass ich runter da noch einwechseln könnte. Und das 3:2 durch Max Meyer. Dem sich Sam gut durchsetzen konnte. Und Max Meyer haut ihn mit der Pike einfach rein. Wieder geht Sam auf die Reise, diesmal selber alleine. Ah. Oh, Lord Bentner ist eingewechselt worden. Damit ist die erste Halbzeit der Verlängerung rum. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal dieses Ergebnis halten können. Und schön gemacht von Eihahn. Und auf der Linie kann er klären. Ja, eine sehr gute Schussposition für Draxler gewesen. Und wieder kann Draxler geblockt werden.
Okay, das kann ich jetzt irgendwie nicht ganz nachvollziehen, was hier geschehen sein soll. Oh, Max Meyer geht auf die Reise, aber hat absolut keine Kondition mehr. Da hat Draxler nochmal versucht, sich in die Lücke reinzustehlen. So, und damit geht ein spannendes Pokalspiel 3:2 für mich zu Ende, beziehungsweise für uns. Afdijay, Spieler des Spiels und auch ein Kaan Ayhan, hat extrem gute Leistung gebracht, als er eingewechselt worden ist. So. Wollen wir uns mal angucken, wie sich unsere Spieler jetzt noch weiterentwickelt haben? Nachdem der Monat jetzt hier umspringt. Mal jetzt schon mit plus 2 für diese Saison. Und ein Hünteler, dessen Ballkontrolle jetzt auch schon auf 80 ist. Ein Kaan Ayhan jetzt schon mit plus 3 für diese Saison. Also da könnte richtig was gehen bei ihm. Dennis Aogo jetzt auch schon mit plus 2. Ah, ein Papadopoulos entwickelt sich auch gut weiter. Und auch meine ausgeliehenen Spieler insgesamt machen sich gut. Ja, das ist doch schön zu sehen, wenn es so läuft. So, ich hoffe, euch hat diese Folge sehr gut gefallen nach diesem packenden Pokalspiel. Und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und wieder in der nächsten Folge mit dabei seid, wenn es dann gegen den FC Augsburg geht. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis bald, euer MCO.